Wir haben dann eine 30 Tonnen schweren Radlader ausgerüstet mit Food Airlow Ketten. Ansonsten alles gut gelöst. Volvo Schaufel, Tesla Windschaufel mit 7,3 Kubikmeter. H2 müssen Sie uns mal ein bisschen genauer erklären, weil das ist sozusagen ein Facelift für die Windschaufel. Ja, ist einfach erweitert worden, verbessert worden. Wir sagen einfach gutes, hervorragendes Reifen verbessern. Wollen wir uns genauer anschauen, was ihr da verbessert habt. Denn bei Volvo ist natürlich zum einen der Aufbauprogramm und da macht man ja bei Volvo sehr viel aus eigenem Hause und zum Beispiel auch den Motor. Ja genau, wir schaffen hier mit einem 16 Liter Volvo Motor. Unsere Motoren sind alle für 100% HVO, zentrierte Bette geeignet, die wir dann haben. Damit haben wir bis zu 90% weniger an CO2-Emissionen. Ja, wir haben als Dachnamen den Co-Piloten. Ansonsten, was haben wir alles mit drin? Die Wiegeeinrichtung, Radarerkennung, Map, einige Features, Spielereien wie Wetter-App, Rechner-Converter. Zu diesen Apps kann man über den Co-Piloten zugreifen. Connected App hast du gerade vorhin gesagt, was ist das? Ja, Connected Map erklärt. Ja, ich mache mal ein Connected Loadout. Ja, Connected.